Und damit herzlich willkommen zurück hier beim Fußballmanager 2013. Ich habe gerade gesehen, in der letzten Folge hat er nur knapp 9 Minuten aufgenommen. Das heißt, euch fehlt ein kleines Stück was. Aber ich kann euch beruhigen, ihr habt so an sich gar nichts verpasst. Wir haben uns die Tabelle angeschaut gehabt, so was ich habe eine Tabelle angeschaut mit Jungs, wo der Vertrag jetzt ausläuft ist hier, ab diesem Jahr. Hab euch nochmal gefragt, wie es ist, wollen wir André Laurito verlängern oder nicht. Das auch gerne hier nochmal in die Kommentare. Die Verhandlungen mit Möbel sind gescheitert. Juri Jutt haben wir an Oberhausen bzw. ein Angebot gemacht. Ablösefrei nach Oberhausen. Mehr noch nicht. Also mehr ist da wirklich nicht passiert. Und wir haben hier an ihn ein Angebot abgegeben. Von 30.000. So. Ishai. Auf Transferliste gesetzt, okay. Ablöses Gegen, wie gesagt, gescheitert. Hier ist die Vertragsverhandlung auch gescheitert. Das heißt, auch hier müssen wir nochmal ran. Spieler anbieten. Wie gesagt, für Null haben wir gesagt. Nord haben wir niemanden. Nordost. Ja, da wird es auch nichts. Dann werden West. Hier Aachen, die haben ein klein wenig mehr vielleicht. Die Möglichkeit. Scouting abgeschlossen. 64. Okay. Mit 19 nicht so schlecht. Da gucken wir uns die Werte vielleicht doch nochmal genauer angucken. Tore sind 73 mit 19 ist gut. Kritiker ist nicht so schlimm. Professionell dafür umso schöner. Vor allem in der Zusammensetzung, sage ich mal. Man kann ja durchaus kritisch sein, wenn man es denn professionell macht, an sich. Das ist ja nicht das Problem. So, Antritt ist auch super. Hat halt einen höllischen Marktwert, wenn ich das gerade so sehe. 58 ist echt eine Hausmarke. Das ist echt eine Marke. Da müssen wir uns mal anderweitig so umgucken nochmal. Scouting kehrt zurück. Scouting ab. Du zahlst ja nicht nur die Marke, du zahlst ja auch ein bisschen was drauf. Olympique Lyon interessiert an Dortmund. Ah, okay. 500. Aber hier sind es sind auch Zweitligisten halt dabei. Können wir uns das überhaupt leisten? Ich glaube nicht. Nee. Das können wir uns nicht leisten. Schade. Schade. Er würde gut zu uns passen, habe ich das Gefühl. Schade. Scouting abgeschlossen. Ja, dass er jetzt ein bisschen runterfallen würde, auch durch den Leih, den wir jetzt da angeregt haben, ist klar. Was? Wer ist es? Also, wir haben schon gewonnen. Gucken wir uns das Ergebnis mal an. Gegen Auerbach, okay. Gegen Wiesbaden, okay. Gegen Darmstadt auch 2-0 gewonnen, das ist schön. Dann gegen Kiel gewonnen. Und dann gegen Darmstadt nochmal gewonnen. Und Buqua ist der beste Spieler von uns, okay. Dahinter ist Manuel Schäfer. Ist doch schön. Die Bombe hat ein paar Tore gemacht. Ich glaube, das kommt allen ganz gut hier. Und wir haben unser eigenes Turnier mal gewonnen. Auch mal gar nicht so schlecht. Paul T-Rex LP ist jetzt stärker. Super. Wijnaldum wechselt von Eindhoven zu Mönchengladbach. Das für 16 Mille. Das ist gut. Da haben sich echt einen sehr guten Spieler geangelt, die Klapperer. Taski, was ist zurück gewesen? 37. Ja, haben sie alle genommen. Gut. Ja, gut. Wird langsam ans Ziel herangeführt, ja.
Ich würde eigentlich sagen, ich mache aus dem besseren Spieler. Aber das ist ein bisschen übertrieben hier. Das ist Grundgehalt erscheint mir ein wenig zu. Willst du mich verarschen? Machen wir mal 2 Jahresvertrag. Und sagen dafür auf hier Option rein nach 20. 30 Spielen. Option für einen Spieler nochmal reinsetzen. Für uns auch, aber auch. Das ist Ordnung mit dem Gehalt. Das nimmt ein bisschen was, okay. Nicht Abstieg, kann man mal sagen. 1,65. Und Auslandsangebot. Pff, das möchte ich eigentlich weglassen. Hier kann man ja mal sagen, wenn jemand. Was? Ach so, mehr geht nicht. Ach verdammt, der Erasmus muss auch raus. Bei Abstieg. Wenn du Abstieg dein Dings zahlt, dein Marktwert. Dann kannst du gehen. Ich glaube, das passt ganz gut. Das passt ganz gut hier. So, Juri Jutt. Weil wenn Jutt loswerden, dann noch 65.000, da ein bisschen mehr. Und ja, die 30.000 sollten wir auch noch irgendwie auftribbeln können. Wenn wir mal überlegen, was wir denn kalkuliert haben an Ausgaben. Was wir dann noch Anführungsstrichen nur ausgeben. Frage. Nein, hätte mich fast verklickt. Nur ein Ausbildungsfall. Heißt ja nur, das hängt von unserer Entwicklung ab. Um Spieler halten zu können, müssen wir unser Gehaltsniveau kontinuierlich steigern. Das geht nur, wenn wir mindestens Konstanz in der Liga halten. Was das mag, noch so aus, aber wir wollen uns dahin entwickeln, dass wir uns etabliert und selbst. Yep. Oh. Okay. Okay. Ja. So, Task hat angenommen. 61 nur. Okay, da habe ich mehr erwartet. Da habe ich echt mehr erwartet. Der hätte man auch Campbell behalten können. Webseite. Gut, er ist stärker, neues Angebot für ihn abgegeben. Akzeptiert. Ist gescheitert. Auch gescheitert. Juhu. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Vertragt euch wieder. Okay. Also da irgendwie groß gleich ein Fass aufzumachen. Herzlich willkommen. Scout kehrt zurück. Scouting abgeschlossen. Aber ich glaube, es tut uns ganz gut. So an sich jetzt aller Seelenruhe zu gucken. Talent hier ist noch unbekannt. Zimmermann. Ihn hier möchte ich ganz gerne mal Spieler scouten. So. Jugend, halt, Training. Da möchte ich jetzt gleich mal einen Mentaltrainer ranholen noch. Für die letzten Runden, sage ich jetzt mal. Hier auch super. Da haben wir sogar noch einen. Trainingsziele habe ich wahrscheinlich komplett übersehen hier, Monsieur. Ballkontrolle ist immer wichtig. Warte, gucken wir uns gleich mal genau an. Zweikampf, Gavi, oh. Robustheit. Da müssen wir auf jeden Fall noch ran hier. Der muss ein bisschen ranklotzen. Aber
Er hat mit den besten Chancen hochzukommen bei uns, wenn er was draus macht in den nächsten Jahren. Das ist das Wichtige. Das ist bei ihm elementar. Er ist vereinstreu, super ehrgeizig und extrovertiert. Das ist nicht das Problem. Aber ich sehe ihn, also für ihn, eine gute Zukunft, wenn er was draus macht. Das ist bei ihm echt wichtig. Und dafür kriegt er auch erstmal Kevin Möwald, auch wenn Möwald eher offensiv veranlagt ist. Aber ich sehe für ihn wirklich eine gute Zukunft. Er ja auch, der ist auch ein guter Spieler. Das hat er jetzt 52 schon. Das ist gar nicht so verkehrt. Hier, das er ja auch super. Gefallen mir immer mehr die Jungs. 55 schon. Der will viel Geld haben. Der Bulgare, der will viel Geld haben. So, der, ja. Aber ihr merkt jetzt, warum ich sage, wir brauchen dringend ein bisschen mehr Geld in der Kasse. Wir brauchen dringend ein bisschen Geld in der Kasse, damit wir alleine schon uns die Jungs ranholen können. Restaurantbesuch ohne Sebastian Thürer, das müssen wir uns angucken, was ist hier los? Der Jugendspieler befindet sich in Vertragsverhandlungen mit Real, ist das schön. Kann gehen. Er kann gehen. LM17, da haben wir bessere, die vielleicht ein, zwei Jahre älter sind, aber er wird in knapp anderthalb, zwei Jahren keine 15 Stärkepunkte besser. Ich denke mal an Aydin, ich denke an Lee Bombe und sowas. Sehe ich da besser jetzt. Tyralla, was ist mit dir jetzt los? Warte, gucken wir gleich an. Scouting abgeschlossen, alles aus. Was ist mit Sebastian jetzt los? Warum zickst du rum? Besorgt, warum? Sag mir bitte warum. Was ist mit dir jetzt los? Unser Kapitän. Wo ist unser Kap? Oh, Captain, oh, Captain. Steve. Komm. Aktion, Spielergespräch. Sprich mal mit Sebastian Thürer. Genau. Zögerer schnappt sich, sagte wieder schön. Er macht gar nicht so einen unglücklichen Eindruck. Ich glaube nicht, dass. Was? Sebastian, du gehst mir auf den Senkel. Ich wollte ihn jetzt eigentlich jetzt nicht noch mal. Gott. Aktion, Training, Vertrag. Es gab doch irgendwo ähnliche Spieler suchen, genau. Ich würde sagen, es gibt doch irgendwo eine Liste. Marktwert. Union Özgebek zum Beispiel. Auf jeden Fall gibt es hier einige Spieler. Trainiert fleißig. Was oft bevor Demi jetzt das versaut. Tyrala, Aktion. Wir haben noch ein bisschen was. Transferstatus. Er ist 270 wert.
Die würde ich auch gern haben wollen. Gucken wir uns das mal an. Ob das jemand. Ich gehe mal auf 400. Gucken, ob das jemand mal mitmachen würde. Gucken wir uns die Tage mal an jetzt. Weil ich will doch von denen nicht ja meine Steu die Stimmung versauen lassen mit dem Aas. Also ich mag den Spieler an sich eigentlich sehr. Ja gut, das ist in Ordnung. Konrad hat Trainingsziel erreicht. Okay, Scouting abgeschlossen. Ja, ist halt brachial. Also, ihn hätte ich auch ganz gerne, aber. Ah, okay, ist schon gewechselt. Oh, gut, dann hat sich das gerade erledigt. Und tschüss. Endet in einer Woche. Die TSG Hoffenheim, okay. Ja, verständlich. Verständlich. Blickfeld. Vertrag. Was? Ach so. Okay. Er hat auch noch keinen Vertrag, gell? Drei Jahre zweite Mannschaft. Auch das macht das Präsidium nicht mit. Ach Mensch. Doofes Präsidium. Mensch, 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 Mensch. Ihr macht's eigentlich einfach. Ihr macht's eigentlich einfach. Was verdient er eigentlich? Auch nicht die Welt. Also ich sehe hier schon einige Kandidaten auf unserer Liste, wo ich sagen könnte, ich könnte mir den Transfer so an sich per se sehr gut vorstellen. Aber ich brauche ja noch einige Spieler. Wie zum Beispiel der Zimmermann, Aktionsspieler. Ein, nein, 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 nein. Zimmermann, Aktion, Spieler scouten. Clemens, bitte. Betue dich. Gut, schauen wir uns das mal an. Hat da jemanden für Parker? 1 Million, wir gehen mal ein bisschen hoch. Also ich finde, der Spieler möchte gerne bei seinem Verein bleiben. Gut, dann sehe ich da auch keinen Grund, ihn abzugeben. Auf Transferliste gesetzt. Dass sie ihn jetzt verkaufen wollen, ist klar. Was ihr habt so ist erfreute Außendarstellung des Vereins und Medien, insbesondere ihre gute Beziehung zur Presse. Man stellt ihr weitere 85.000 fürs Transferbudget zur Verfügung. Transferstatus? Nein, Status ist da. Ach verdammt, stimmt, ich habe es ja gerade erst gemacht. Ein Gehälter ist immer minus hier. Ah, verdammt. Ich brauche das nicht auf Transfer, sondern ich brauche das auf Gehalt. Weil, was bringt mir das, wenn ich jetzt 5 Millionen im Transfer habe, als übertrieben gesagt, aber im Minus im Gehälter bin? Kann ich zwar den Leuten ein Angebot machen, die nehmen das vielleicht auch an, aber ich kann keine Verträge abschließen. Was ist das für ein Irrsinn? Parker will ich erstmal, der ist noch zu jung zu verkaufen. Parker ist zu jung zum Verkaufen, das sehe ich nicht ein. Kein Verein. Was? Pokal 5000? Ja. Augsburg interessiert? Ja. Leicht verletzt? Okay. Kein Interesse, dann müssen wir das manuell machen.
Spiele anbieten. Gucken wir mal in die zweite Liga. Auch niemand. Hui, was ist denn da los? Braucht ihr Kinder sowas? North City. Ich nehme auch von Wert ein bisschen was runter. Spiele anbieten. Nicht interessiert. 300.000. Hier. Oder wird er ein bisschen zu schlecht sein für den, schätze ich mal. Frage ist, lehnen die jetzt ab, weil er zu teuer ist? Oder ja, weil es einfach nicht passt. Weil er zu schwach für sie ist. Der FC Twente. Polen. Weil in unseren Regionalligen brauche ich nicht gucken. Da sind wir uns mal einig. Was verdient er denn? 90.000. Schweiz, Zürich, will keiner. Sehe ich aber auch keinen Verein, wo er wirklich passen würde. Sebastian. Das war auch jetzt nicht geplant, ganz ehrlich. Aber ich will ihn auch jetzt auch nicht die restliche Saison mitschleppen. Extrem geringe Moral. Ja, das merke ich, mein Junge. Aber du verrätst mir ja nicht, warum. Tuch. West. Nordost. Nord. Österreich. Ried vielleicht. Auch nicht. Ich mache das noch auf 300.000, so dann werde ich nochmal ähnliche Spiele. Da war vorhin einer dabei. Özgebek, genau. Vertrag, Spielertausch. Kein Spieler des Vereins ist an einem Tausch interessiert. Dann machen wir mal bei Özgebek Vertrag, Kaufangebot. Konnte man hier nicht. Nee, geht nicht, okay. Geht doch nicht in die Menü. Schade. Ich dachte, haben die Zeit auch schon wieder rum. Das heißt, das Freundschaftsspiel wird dann nächste Saison sage ich, sechste Runde. Er kann gut werden, muss aber an sich arbeiten. Hier noch jemand? Nöp. So, wir speichern ab. So, ich hoffe, jetzt sind wir diese Folge hat er jetzt aufgenommen. Ich meine aber ja. Ich bedanke mich dennoch bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Robert hier am Mikrofon. Bis dahin. Ciao, ciao.